In diesem kleinen Video geht es darum, wenn du hier in der Hüfte im Beckenkammbereich Schmerzen hast. Hallo, hier ist Edda, deine Personal Trainerin, und ich gebe dir 2, 3 gute Tipps, die du ausprobieren kannst. Du beginnst mit einer Dehnung. Kommst zum Sitzen, stützt dich mit den Händen hinten ein bisschen ab, die Füße nimmst du einen breiten Abstand und die Knie ziehst du nach innen und dabei ziehst du den unteren Rücken nach hinten. Also Füße weit auseinander, Knie nach innen und immer mit der Ausatmung die Knie zusammen und den unteren Rücken nach hinten ziehen. Hierbei hast du die Hüftinnenrotation. Dann bleibst du in der Position. Press die Knie fest gegeneinander, ziehst den unteren Rücken nach hinten mit jeder Ausatmung. So hast du schon mal eine leichte Vordehnung für die Hüftinnenrotation. Dann kommst du in den Unterarmstütz, Füße weit der Abstand. Und jetzt gehst du einmal mit dem rechten und einmal mit dem linken Knie zum Boden. Als erstes wirst du vielleicht spüren die Dehnung auch im Knie, Gesäß, Beinaußenseite. Ja, wenn du am Knie jetzt was spürst, dann ist es einfach nur die verkürzte Muskulatur. Die setzt ja am Knie an. Unsere Muskulatur am Knie, oben, unten, hinten, vorn. Das heißt, das Knie kann nichts dafür und geht auch nicht kaputt. Es ist einfach so, dass wir den Dehnreiz hier spüren. Jetzt lässt du die Bewegung nach innen ein bisschen größer werden. Das heißt, in dem Moment, wo das Knie zum Boden zieht, streckst du hier über die ganze Hüfte und ziehst die Schulter mit Absicht nach hinten weg. Also das rechte Knie zieht zum Boden, die rechte Schulter zieht nach hinten weg und du streckst hier in der Hüfte und wechselst dann zur linken Seite. Also immer im Wechsel das Knie zum Boden ziehen. Und die Hüfte strecken, Knie und Schulter auf der gleichen Seite ziehen auseinander. Das Ganze machst du im langsamen Tempo und hältst immer ein bisschen die Position, wenn das Knie Richtung Boden zieht, um die Streckung hier im Hüftbeckenbereich zu verstärken. So hast du einmal die Dehnung von unten her, also vom Bein her, ist dieser Bereich Oberschenkel-Außenseite und einmal zum Oberkörper hin, die schräge Rumpfmuskulatur. Dann kommst du zum Sitzen. Die Beine, die Füße sind wieder mit Abstand, die Knie zusammen und du ziehst dich mit dem Brustkorb, mit dem Bauch Richtung Oberschenkel. Du versuchst immer, die Knie fest zusammenzupressen. Dafür brauchst du die Oberschenkelinnenseite und der Beckenboden ist automatisch mit dabei. Die Schultern, Ellenbogen ziehst du nach hinten weg, also immer mit der Ausatmung. Knie fest zusammenpressen, Bauch, Beckenboden einziehen, Hände vorn an den Knien festhalten und Brustkorb heranziehen. Hier haben wir wieder die Oberschenkelinnenseite, den Beckenboden und die Hüftinnenrotation. Dann bleibst du in der vorderen Position mit gestrecktem Brustkorb Richtung Oberschenkel. Mal ziehen und locker lassen. Das heißt, die Problematik, dass du hier die Beschwerden hast, hängt damit zusammen, dass das Knie über Gesäß und Beinaußenseite stabilisiert wird. Das heißt, der kleine und mittlere Gesäßmuskel und die Beinaußenseite stabilisieren das Knie, sind entsprechend kräftig und dann auch eben verspannt, deswegen die Beschwerden. Und der Ausgleich dafür ist eben einmal die Dehnung in dem Bereich und zum anderen die Kräftigung der Oberschenkelinnenseite und die Hüftinnenrotation.
Was du im Alltag machen kannst, im Sitzen, nehme ich einfach mal hier mein kleines Turnbänkchen, um dir das zu zeigen. Das heißt, egal wo du im Alltag sitzt, einfach wenn du zwischendurch mal dran denkst, lässt du die Füße mit etwas breiterem Abstand und presst die Knie fest zusammen. Dass wieder über die Oberschenkelinnenseite die Kraft bis zum Beckenboden geht und gleichzeitig schiebst du dabei den unteren Rücken nach hinten heraus. Der Oberkörper bleibt gestreckt, also Schultern, Ellenbogen nach hinten gezogen, Brustkorb aufgerichtet und mit einer Ausatmung die Knie zusammenpressen und den unteren Rücken nach hinten schieben. Wenn du im Auto sitzt oder auf einem Stuhl mit Lehne, dann presst du den unteren Rücken fest gegen die Rückenlehne, die Knie fest zueinander, dass quasi der Ausgleich, die Kräftigung der Oberschenkelinnenseite für die Verspannung und Kraft der Oberschenkelaußenseite, somit Beininnen- und Außenseite, ins Gleichgewicht kommt. Und zum Abschluss, wenn du die Möglichkeit hast beim Sitzen, die Füße lässt du auseinander, hast die Knie fest zusammen, kannst mit den Händen von den Knien außen etwas gegenhalten und dann lässt du dich locker nach vorn sinken. Und dabei spürst du wieder die Hüftinnenrotation. Ist das, was uns nicht so leicht fällt? Was wir aber natürlich zum Ausgleich für Hüfte und Beinmuskulatur brauchen. Und Dehnung ist immer ein Nichtstun, ein Loslassen. Uns aktiven Menschen fällt es am Anfang auch etwas schwerer. Denk einfach an was Schönes und lass immer so kleine Bewegungen die Dehnung unterstützen. Das heißt, hier in der Position halten wir die Knie fest zusammengepresst. Lassen auch den Beckenboden nach oben innen gezogen. Da kannst du den After-Schließmuskel nach oben innen ziehen. Das ist der mittlere Anteil des Beckenbodens. Die anderen Bereiche kommen dann auch mit. Und hier beim nach vorne sinken lassen mit dem Oberkörper einfach ein bisschen nach rechts und links schaukeln, um auch die umliegenden Bereiche in die Dehnung zu bekommen. Und mit der nächsten Ausatmung einmal aufrichten, schön locker lassen. Und ansonsten achte darauf beim Fahrradfahren, dass Hüfte, Knie, Füße in einer Linie sind. Das kann auch schon mal wieder einen erheblichen Unterschied machen, ob wir gegebenenfalls mit den Knien ganz leicht außen sind. Ja, dann ist es ein bisschen förderlicher für die Verkürzung der Außenseite. Deswegen beim Fahrradfahren Hüfte, Knie, Füße in einer Linie. Ja, viel Spaß beim Ausprobieren. Ich würde es erstmal bei diesen Vorschlägen belassen und ja, probiere es aus. Halt mich gerne auf dem Laufenden, wie es bei dir funktioniert und gegebenenfalls müssen wir noch mal ein bisschen weiter schauen, aber wir finden auf alle Fälle die richtige Lösung. Ich danke dir. Bleib glücklich und zufrieden. Deine Edda.